Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier unsere Nahrung ein bisschen automatisiert. Jetzt ist der Zugang leider nach vorne hier ein bisschen Schrott. Den werden wir aber jetzt gleich überarbeiten lassen, denn wir werden hoffentlich irgendwo ein, zwei Bagger für mich zur Verfügung stehen haben, die ich mir einfach klauen kann. Und hoffentlich ein paar kleine auch. Ne, wir haben hier nur die großen, ne? Hier hinten arbeiten leider nur die Big Boys an ihrem Problem. Aber die kommen auch Stück für Stück voran. Das ist aktuell viel zu viel an Fahrtwind. Das macht das Ganze ein bisschen hier. 48 Aufträge allein für Gestein. Kann ich die mir nicht anschauen? Letzter Monat. Nur Gesteinsaufträge. Ja, okay, das sind auch die hin und her fahren bei uns, glaube ich, ne? Das könnte gut sein. Wasser ist dabei, Kohle ist dabei. Ja, Ich glaube, bis jetzt ist unser Schiff nicht befüllt, oder? Bei mir macht das hier halt aktuell Sorgen und ich weiß nicht, warum es so ist. Haben wir geladen. Ah, Schan, wir sind geladen. Ja, super. Ja, perfekt, das wollen wir doch so, ja. Grandiose Sache, du. Ja, direkt Fracht ausliefern. Let's go. Und dann fahren unser Frachterfahrt bestimmt auch gleich mal los, weil 600, das könnte ja eigentlich gut passen, ne? Jetzt ablegen. Los geht's. Du fährst auch los. Gut. Ich setze euch mal hier hoch. Setze euch wieder auf eine Priorität 7. Beide aber. Das System scheint immer noch sehr gut zu tun zu haben. Und jetzt sind wir so weit wieder, dass. Ach, schön, ach je. Wir brauchen mehr Düngerkapazität und zwar dringend. Und den Tank werde ich mal hier einbauen. Weil die Fläche sollten wir haben, dass ich noch einen Flüssigkeitsspeicher mindestens einmal kann. Ich kann sogar zwei einbauen. Die Frage ist eher, kriege ich die hier zwischen? Ich kriege hier gleich eher einen hin, dann müsste ich hier drüben nochmal einen hinsetzen. Aber wir brauchen einfach den, damit wir das Ganze weitermachen können. Hier drüben reißen wir auch mal kurz den Anschluss ab. Und dazwischen auch nochmal einen Tank einzupflegen. Ja, heute fließt meine Nase. Ich weiß nicht wieso, es ist katastrophal. So rein theoretisch müsste das doch. Nicht, wenn der Tank nicht durchgehend ist. Das bedeutet, jetzt müsste er das Ganze abfließen lassen. Jetzt kommen wieder die Ressourcen raus. Aber wir haben hier noch zwei 2000er Tanks jetzt stehen. Die uns jeweils relativ viel machen können. Und notfalls noch erweitert werden können. Bedeutet, die Kapazitäten sollten erhöht sein. Vom Dünger her. Das ist auch nur Düngerstufe 2. Es gibt gleich noch Düngerstufe 3, oder? Dünger. Ne, Stufe 2 ist das höchste. Cool. Und die Anlage löst unsere ganzen Probleme mit Dünger. Das ist viel lustiger eigentlich. Also wie es aktuell ausschaut, sind wir hier gut dabei. Das ist doch eine Premium-Aktion, du. Das ist halt echt, ich habe überall, das ist vielleicht auch mein Problem, ich habe überall kleine Wassertanks hingesetzt. Und so gemacht, dass halt da Wasser gesammelt wird, dort Wasser gesammelt wird, in der Befürchtung immer, dass mir das Wasser ausgeht. Fun Fact, es geht mir einfach nicht aus. So, weg damit. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das lustig finden soll immer wieder oder ob ich traurig finden soll, aber es geht mir halt nicht mein Wasser aus.
Was echt eine sehr, sehr positive Sache ist, ne? So, ich schaue jetzt hier drüben aus, muss ich auf die sehr genau achten, weil die Kollegen sind ja flott wie sonst noch was. Die kriegen von mir nochmal hier den gleichen Auftrag hinzu, einfach. Auch dann den Rest der Nase zu befüllen. Mal gucken, wie viel das wieder an Masse ist, einfach. Aber es ist. Es geht halt. Das ist wie mit der Erde hier. Obwohl irgendwie in letzter Zeit ist relativ wenig Erde, weil wir uns nirgends mehr durchgraben, wo viel Erde ist. Was? Warum bist du jetzt auf einmal... Hä? Moment mal, wodurch? Dann machen wir halt hier kurz einen Umbau. Wie, hä? Wo? Meint ihr die Ecke? Scheint so. Die Ecke war einsturzgefährdet. Was ist denn das für ein Scheiß? Gut, U-förmig 2. Dankeschön. U-förmig 2 hier hinten. So, welche Tankstelle ist außer Kraft schaffen? Oh, die große. Super. Oh, warte mal. Gehen unsere Tanks gerade leer? Es könnte auch gut gewesen sein, weil die hier einfach voll sind. Und ich den Notfallabfluss deaktiviert habe komplett. Wir aktivieren das mal kurz. Das könnte uns vielleicht ein bisschen Relief geben und auch wieder Energie für den Treibstoff. Wenn wir das wieder mit abfließen lassen. Das könnte eins der Probleme gewesen sein. Hups. Hoppala. That could have happened. Selbst hier sammeln wir ja schon wieder Wasser. Das ist Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Überall. Wahnsinn. So, wir können auch mal schauen, was wir mit der neuen Forschung noch machen müssen, weil die geht ja auch weiter. Elektronik 3. Mhm. Sonst noch Wünsche? Sonst noch Wünsche? Ist ja nicht so, als ob ich Tonnen an... ja. Ich sag's mal so, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, ab dem du auf Teraflops anfängst zu achten, als auf alles andere, weil diese Produktionen extrem langsam sind. So, warte mal. Wo war mein Server? Da stand mein Server. Jetzt muss ich jetzt gerne einfach nochmal 1, 2 Server-Einstellungen hier. Bitte, wir sind jetzt bei wie viel Teraflops? 64. Das ist super. Warum? Weil ich denke, dass es sehr gut ist, wenn wir das System hier nochmal nachkopieren. Und zwar auf die komplett andere Seite. Oder ich baue das Ding nochmal komplett neu. Jetzt, wo wir die Teraflops dafür haben. Es ist natürlich eine mathematische Rechnung jetzt, die hier aufgehen muss. Warum? Verschmutzung durch Schiffe. Wasserverschmutzung ist wieder hochgegangen. Ja, okay. Das könnte ich runterkriegen. Dafür müsste ich auf Wasserstoff umsteigen. Apropos, wir hatten mal eine Wasserstoffanlage, ne? Wir hatten mal eine.
Die habe ich deaktiviert wegen Stromprobleme. Die wurde ja deaktiviert wegen Stromprobleme. Lassen wir sie doch mal laufen und schauen, was passiert. Volle Leistung. Ja, jetzt kommen wir nicht ans Limit ran. Schauen wir mal, was da abgeht noch. Energietechnisch. Hier sind wir auch schon voll. Wir haben aber hier hoffentlich einen Backup-Abfluss eingebaut, oder? Haben wir. Okay, rein theoretisch, wenn er nichts produzieren kann, wird der Dampf abgepumpt. Jetzt fängt es an zu stehen, jetzt kommt der Großkolben im Einsatz. Das bedeutet aber, unsere Wasserkapazität ist hier komplett ausreichend wiederum. Wie schaut es mit unserem Lager aus? Wird größer, perfekt. So wollen wir das sehen. Dann schauen wir nochmal kurz zu unserem ausgebauten Teil hier hinten. Wir erhöhen mal auf mal 4 von der Produktionskapazität her. Wir brauchen einfach die Massen. Erkunden bitte einmal. Ja, wir kommen aber Stück für Stück voran. Also wir sind halt gerade in so einem Tief einfach. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Bedeutet, bei uns ist gerade relativ viel nicht perfekt am Funktionieren, beziehungsweise wir haben einfach viel zu viel gemacht, dass unsere Kapazitäten einfach nachkommen müssen. Unter anderem ist halt eine unserer Uraltproduktionen dadurch angeschlagen. Was ist jetzt los? Warum steht ihr? Hä? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Warum? Wait. Was ist mit Kupfer los? Was ist mit Kupfer los? Seit wann ist mein Kupfer so extrem langsam? Ich war mit Kupfer immer vorne. Jetzt auf einmal geht mir mein Kupfer aus? Weiß ich was nicht? Wir schalten mal kurz unser Zwischenlager mit rein. Flaches Förderband, bitte. Das ist kein gutes Zeichen, wenn wir so weit gekommen sind mit Kupfer. Ah nee, schau mal, die Schlacke geht nicht weg. Oh, oh, warte mal, Schlacke. Unser Schlackelager ist bummvoll. Leute. Dringend! Ich sehe gerade unser Problem. Ich sehe unser Problem hochkommen. Klar, der Zwischentank, der hier ist, war auch nie darauf ausgelegt, aber... Leute? Big up, jawohl. Du auch? Warum machst du nichts? Es gibt eine Mission für dich. Fahr. Das Gute ist, der ist jetzt zum Teil schon mal leer. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen besser. Und dann sollte auch wieder unser Kupfer, glaube ich, ans Laufen kommen.
Wir haben jetzt unsere Notproduktion mit angeschmissen, beziehungsweise unser Notlager reingehauen noch, dass wir eine Produktion hatten. Da sollte jetzt die Produktion auch wieder anlaufen, auch die normale Wartung wieder hochgehen. Unsere Produktionen sollten langsam wieder hochfahren. Wir waren mal auf dem Stand einer höheren Energie. Doch nun stehen wir still. Nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt sollte sich das dann langsam wieder einkriegen. Wir haben das Problem erkannt und beheben es gerade. Absolut keine Sache. Ich denke auch, dass wir sozusagen das jetzt... Ja, jetzt stockt es schon wieder. Ja, nicht ganz. Hier stockt es noch nicht. Aber hier ist halt auch die Dauer, der Dauerablauf dran, ne? Aber holy shit, gut, dass ich es gemerkt habe. Weil hier ist kein Zwischenlager. Hier läuft alles direkt in die Leitungen rein, weil eigentlich das immer ein Kapazitätenlimit war. Aber schau dir das an, das ist bestimmt ob der Schlacke passiert. Das sehen wir hier sicher irgendwo unter Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Wo ist Kupfer? Kupfer, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Menge. Und du siehst, das war unser Peak. Lustig, seit unserem Peak sind wir nur gesunken. Spannend. Ja, aber ich glaube, ich war da, haben sie kurz gesammelt und dann wupp, ging es runter. Wir waren dauernd hier bei 5,5k. Wenn du dir das anschaust, das war unsere Hauptzeit hier. Und die Produktion ist halt hier auch komplett eingeschlafen. Jetzt geht sie wieder hoch, jetzt fährt sie wieder rauf. Die Lager kriegen die ersten Kupferplatten wieder gelagert, das ist super. Oder jetzt Stück für Stück jetzt wieder bergauf. Problem erledigt. Das ist natürlich immer so ein kurzer Nervenkitzel, wenn sowas passiert. Aber holy shit, wie viele Teraflops ziehen denn wir eigentlich? Die robotischen Produktionen ziehen massiv. Holy shit. Und wir produzieren schon 84 hier drüber. Das wird langsam schön dicht, das ist super schön. Das finde ich super. Und unsere Anlage hier hinten scheint auf 3 Generatoren aktuell zu laufen. Das ist schön zu sehen, finde ich. Das finde ich ist schön zu sehen. Und du hast hoffentlich immer shit schneller ein bisschen was zu tun. Unser Lager liegt bei 145, also stockt sich langsam auch auf. Denn ich möchte einfach, dass das Lager voller ist als... Und wir halt sonst ein bisschen Benachrichtigung kriegen. Dafür muss es erstmal voll werden. Der Tanker hat noch Öl auf Lager. Hier mussten wir natürlich die wieder anschalten, die Umweltsünder. Aber das sollte sich dann hoffentlich, wenn die Tanks mal entleert werden, auch erledigen. Vielleicht finden wir auch hier noch eine Lösung, dass wir das vor Ort verändern können. Und bearbeiten sozusagen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.